Ja, herzlich willkommen zu den eher weniger informativen, dafür umso lustigeren Game News. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet: The Witcher 3 und Swatting. Ein 17-Jähriger gesteht, in 23 Fällen verantwortlich zu sein. Schuldig! Swatting. Wem der Begriff noch nichts sagt, hier eine kleine Zusammenfassung. Und auf den Boden runter! Stellt vor, ihr sitzt zu Hause, wollt ein bisschen streamen und auf einmal kommt ein komplettes SWAT-Kommando und überfällt euch live im Stream und tausende von Leuten können es sehen. Ein Zuschauer eures Streams erlaubt sich den Spaß, ruft die Polizei und schickt euch gleich ein ganzes SWAT-Kommando auf den Hals. In der Annahme, dass ihr gerade ein Attentat plant, Bomben im Haus habt oder Familienmitglieder umgebracht habt, kann das Ganze natürlich ganz schnell in die Hose gehen. In den USA hat jetzt ein 17-Jähriger gestanden, dass er für 23 Fälle dieses sogenannten Swattings verantwortlich war. Das wird ziemlich teuer, Minion! Weil ihm Livestreamer nicht auf ihre Kontaktanfragen geantwortet haben, hat er halt diese Swatting-Aktion aus dem Hut gezogen. Ziel dabei waren vorrangig weibliche Streamer. Ein Tipp von uns, ich glaube, so wird das mit den Mädels nichts. Ihn erwartet jetzt übrigens eine mehrjährige Haftstrafe, die natürlich nicht auf Bewährung ausgesetzt wird. Meiner Meinung nach ist der Trend völlig für den Arsch und ich hoffe mal, dass der auch ganz schnell aus dem Internet wieder verschwindet. Eure Meinung dazu, die interessiert uns nämlich, unten in die Kommentare und ganz Pizza gekommen. Tschüss! Jetzt aber schnell, da wo kein Eis kann gelaufen werden! Ich brauch aber mein Portemonnaie. The Witcher 3 Wild Hunt. Seit einer Woche ist der Rollenspiel-Epos draußen und alle sind außer sich vor Freude. 2 Millionen Mal ist The Witcher bereits über die Ladentheke gegangen. Egal zu welcher Zeit ich ankomme, alle meine Freunde spielen The Witcher, nur ich nicht. Und ich auch nicht. Aber du hast noch mehr Freunde als mich, das überrascht mich jetzt. In der Kritik wurde die Grafik ziemlich stark auseinandergenommen. Die Community sagte, dass die Grafik nicht dementsprechend was versprochen wurde. Jetzt melden sich die Entwickler aber zurück und versprechen ein Update, was über 600 Änderungen beinhalten soll. Dieses Update befindet sich momentan zur Zertifizierung bei Microsoft und Sony und wird voraussichtlich Ende Mai erscheinen. Unter anderem soll die grafische Qualität für Konsolen erhöht werden und für PC-Spieler sollen zusätzliche Grafikeinstellungen gestellt werden. Dazu kommt noch: sind ja schließlich über 600 Neuerungen. Richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es jetzt demnächst auf jeden Fall anfangen zu zocken. Und wenn ihr The Witcher schon habt, dann schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr gerade von dem Spiel haltet. Und Ja. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Jetzt gibt's den ersten Merch von uns. Es ist unglaublich, aber wahr. Im ESL-Shop könnt ihr jetzt für sagenhaft wenig Geld unsere T-Shirts ergattern. Den Link dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Jawohl. Und wer wollte nicht schon immer in einem originalen Batty-V-Shirt rumlaufen? Ich auf jeden Fall nicht. Wenn ihr doch wollt, guckt unten, wie gesagt, in den Link in der Videobeschreibung. Ganz, ich möchte noch erwähnen, wenn ihr euch ein T-Shirt kauft, dann müsst ihr aber auch einen kurzen Clip für uns machen, indem ihr uns euer T-Shirt präsentiert, indem ihr euch einfach so 50 Mal im Kreis dreht und unser Logo. Vlog, genau. Und sollen wir das so machen? Diejenigen, die auf der Gamescom mit so einem T-Shirt zu uns ankommen, kriegen den Cheeseburger beim Mc's ausgegeben. Von uns persönlich. Machen wir das so? Das machen wir so. Machen wir so und Umarmung, aber nur wenn ihr wollt. Ja. Wir okay. Können auch schmusen im McDonald's während dem Cheeseburger. Das gilt aber nur für ihn. Das gilt, da bin ich raus. Und das war's auch wieder mit den Game News für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder. Bis dahin, euer Buddy. Und Jim Mackey. So. Get down! Get down! Get down! Get down! This is my mission!